Assalamu alaikum, Leute, Habibis, Joa Khalid, sportlicher Glatzkopf, bald mit Seitenscheitel, Mini-Seitenscheitel ist schon da, wie immer mit Happy Smile. Heute sind wir bei Daniel. Daniel Matosic kämpft bei Sparta und wir kommen überraschend vorbei. Mal schauen, was abläuft. Ratatatata. Oh, yeah. Hallo, hi. Wie geht's? Ja, gut, wie geht's dir? Super, gut. Das ist die Sabrina. Die Freundin vom Daniel und wir wollen zum Daniel. Ja, der schlaft noch, das heißt, wir müssen ihn aufwecken. Gut, dann weckt man auf. Rein. Super. Wo ist das Schlafzimmer? Gleich da, geradeaus. Supi. Einfach nur rein. Schläft wirklich. Yeah! Ja! Habib, Verteidigung! Verteidigung! Der ist ja nicht kampfbereit, der Typ. Was ist los mit dir? Knie und Belly, bro. Elbow. Bro. Hey, good morning, Habobi. Good morning. Sag Odcast Podcast. Odcast Podcast. Let's go. Alhamdulillah. Aus eure Betten und rein in die Uniform. Stubenappell in 2 Minuten. Hey, wir starten. Wir begleiten jetzt den Daniel mal in die Küche und werden sie ein bisschen so im Alltag begleiten und sie ein paar Sachen befragen. Let's go, Elbow. Ich muss mich bei jedem entschuldigen. Ich muss mich wirklich bei jedem entschuldigen. Ein großes Entschuldigung dafür, dass ich der Champion geblieben bin. Ich bin der Champion und bleib der Champion. Sonst kein anderer. Sag es, für das entschuldige ich mich. Ich bin der Champion und sonst kein anderer. Dann kommt sie und sie steht da, weil sie weiß, wie gut ich kochen kann. Das kennt sie ja nicht von ihrer Mama, sagen wir mal. Aber Papa kocht immer gut, oder? Debbie De Vito. Sehr gutes Wesen, wirklich. Also ich habe noch nie so einen Hund gesehen. Der hat Angst vor Fliegen. Wirklich, also. Nee, also das ist nur Vorbereitung. Vorbereitung läuft richtig gut, also wie man sehen kann, habe ich ein kleines Pfeilchen und haben wir nicht gemacht vor ein paar Tagen richtig Sparring gehabt, ich glaube 12 Minuten. Nächsten Tag gleich mit dem Christian Passig um 9.15 Uhr sein Training und wer sein Training kennt in der Früh mit den Pads. Gleichzeitig das Airbike dazwischen, da wechsle ich mich immer ab mit dem Muskel in der Knife und das ist, ich habe sein Training noch nie in meinem Leben gemacht. Aber das Training war wirklich mega und es kann nur top sein, also ich fühle mich richtig gut. Wie versprochen, mein Freund. Nur das Beste, Bro. Hast du den Bischof rausgerissen? Den Bischof? Den Bischof? Bischof? Sag mal vom Händel den Arsch. Ach so, ich denk mal... Ich hab alles ausgerissen, muss ich gehen. Ich hoffe, euch geht's gut. Alles gut soweit, ne? Danke, dass ihr gekommen seid. Ich sehe gerade, meine Freundin hat euch schon... Das Aufwecken war eh nicht zu heftig. Ja. Hast du einen Nachmittagsschlaf gehabt? Ja, immer. Also dieses Regenerationsschlafen halt. Das braucht man, weil am Abend muss man dann wieder Gas geben. Ich glaube, ich trainiere wieder die Kids am Abend. Und dann mache ich wieder mein Training, was es heute angesagt hat, ist, glaube ich, Airbag angesagt, ja. Okay, also du bist selbst Trainer und in Vorbereitung? Ja, auf jeden Fall. Also mache ich schon seit 2 Jahren so. Sicher kann man, wie sollte ich sagen, am Anfang konnte man nicht halt so sich auf sich konzentrieren, wenn man das halt mal in Einklang bringen muss, Trainer und so. Aber jetzt hat man so ein gutes System, jetzt ist man gut drinnen und ja, bis jetzt läuft das gut, Trainer zu sein und auch selber Kämpfer. Man ist auch ein Vorbild für die Kids, wenn man die trainiert. Ja. Drei, vier Leute sind auch zu meinem Kampfschulen gekommen, kommen jetzt auch zu Sparta. Vier. Und da kommen, glaube ich, die meisten Kinder und das, ja, Vorbild, die wollen genauso. Eine Überraschung wird sein, es wird ein Kind mit mir reingehen. Jetzt ist keine Überraschung mehr. Ah, hoppala. Ich sage nicht aber welches Kind, aber ein Kind wird mit mir reingehen. Super. Weil es soll für ihn eine Erfahrung sein, wie es ist, mental und so weiter, wird sicher auch aufgeregt sein. Und wenn er bei seinen ersten Kämpfen dann
wie heißt denn das, antretet, soll er nicht so dieses Lampenfieber haben, ja, so vor dem Publikum und so. Das ist so ein, auch so ein Training, mentales Training. Ja, cool, wirklich cool. Ja. Da geht's dann bald los zu den Essen, ne? Auf jeden Fall, ich hab schon Urhunger, ich schwöre, ich hab wirklich, ich hab das Essen, wie du gekommen bist. Du nimmst die Uhr, bleibt deine Verteidigung, ich riech nur Hühnerfleisch. Das war mein Parfum. Wie läuft bei euch so ein Alltag ab? Stressig auf alle Fälle. Ja? Ja. Wisst ihr, Vorbereitung, Training, Arbeiten als Coach für erwachsene Kinder, ich arbeiten im Gym und dann noch in der Beauty-Branche, also eigentlich mehr unterwegs als wie zu Hause. Ja, sobald wir zu Hause sind, sind wir eigentlich froh, dann vorbereiten wir unsere Dinge vor. Vorbereiten unsere Dinge vor? Jedes Mal, gell? Bereiten unsere Dinge vor, so wie Popcorn und so weiter und dann einfach nur Netflix und ja, wir relaxen und vom ganzen Tag einfach abschalten, weil sie hat mit Menschen zu tun, ich habe mit Menschen zu tun, weißt du, und wir sind dann froh, wenn wir mit Gorkanen mehr zu tun haben, was, und einfach nur für uns sind und ja, das Netflix ist schon was Gutes, also das beruhigt, dass man am nächsten Tag halt wieder Kraft tankt für die nächsten, sag mal, ja, ich wollte was anderes sagen, Patienten. So, Tiefkühl, haben wir Eis drinnen, das ist eine Pizza, das ist nur die einzige Pizza, die ich eigentlich esse, die ist von Tiefkühl und das ist so eine Pietro Pizza, die ist wirklich top, die esse ich, wenn ich Cheat-Day habe oder so, oder an einem Sonntag mit einem gemütlichen Film am Abend und so. Die Uhr ist so groß. Die Uhr ist geil, oder? Nicht gesehen habe. Jetzt erst erkenne ich sie. Die Uhr ist mega geil, nur die Batterie ist uns ausgegangen. Wir müssen noch eine neue Batterie kaufen. Aber ansonsten, Einblick, du weißt schon, wie spät es ist. Ja. Das ist mega, die Uhr. Also, die gefällt mir auch. Ist top. Dass man auch immer pünktlich kommt. Das darf aber jetzt nicht Gym 23 hören. Leider ist immer bekannt, dass wir nicht so die pünktlichsten Menschen sind. Das sind unsere, ja, schlechten Eigenschaften. Aber wir stehen dazu. Du musst da denken, wenn wir sich fertig machen und das ist kurz davor, erst die kriegt dann, sie ist hysterisch. Wow, sie hat nicht einmal einen Grund, aber so schnell, so ein Ding, das ist einfach in ihr. Sie macht jedes Mal Stress, obwohl kein Stress ist, wenn wir sie fertig machen und dann kommen wir erst recht. Ja, das ist aber wegen der Verkehrslage. Also wie gesagt, wir wohnen ja doch im 22. und da ist halt zu gewissen Zeiten einfach ja, sagen wir wirklich mal so. Katastrophe. Deswegen, ja, jetzt dann, nicht, weil wir so lange brauchen, so fertig machen, sondern der Verkehr ist schuld. Das sagen alle Frauen, der Verkehr ist schuld. Sie braucht einfach so lange, um fertig zu machen. Und dann regt sie sich auf und dann sucht sie etwas, wo sie mir die Schuld geben kann. Das ist so typisch Frau. Ich schwör, so typisch Frau. Ich kann natürlich immer alles ausbaden, Ding. Und dann muss ich ins Gym gehen. Die nächste Bagage, die ganzen Kinder. Ja, weißt du, was ich mein? Bisschen noch. Schon aus wie Klappen. Ja, gell? Ich bin sicher, dass das Händel sind. Jo, schaut ein bisschen ähnlich aus. Vielleicht ist das der Cousin vom. Wie heißt der von SpongeBob? Der Klappe. Patrick? Mr. Krabs? Mr. Krabs, ja, vielleicht der Cousin. Dritten Grades oder so. Der Cousin, weißt du? Nee, der schaut mega aus. Bisschen noch müssen's. Aber perfekt, bis dahin ist der Reis auch fertig. Also. Das sollte super hinhauen. Voila! Sparta erwartet uns. Was auf dich? Ein Händel. Der Mr. Grabs in anderer Form. Grabs, ja. Nee, Sparta wird sicher cool sein. Wird sicher ein harter Kampf sein. Ich kämpfe gegen den Freund von Yasser. Ich kenne ihn jetzt nicht. Ich habe mir vielleicht ein paar Kämpfe von ihm angeschaut. Ich weiß, dass der Margo gegen ihn gekämpft hat. Stand-up-Kämpfer, Bodenkämpfer, auch sehr gut. Keine Ahnung. Anscheinend wollte er unbedingt gegen mich kämpfen gehabt. Der Margo hat gemeint, hey, ich hätte deinen Gegner, der will da gegen dich kämpfen. Er hat halt nicht so lange gekämpft und jetzt möchte er halt sein Comeback starten. Ich habe gesagt, okay, derweil hatte ich keinen Gegner vor mir. Ich habe gesagt, why not? Früher war er halt sehr talentiert. Jetzt weiß ich nicht, wie er heute ist. Ich bin gespannt. Wie gesagt, er ist auch in Vorbereitung. Bald kommt die Pressekonferenz. Da werden wir unsere erste Begegnung sehen. Und bin gespannt, du, wie er so drauf ist, wie er so Ding ist. Also bin sehr zuversichtlich. Prognose für den Kampf. Ich trainiere mittlerweile richtig hart. Also
der Christian, der Sultan, also das ganze Gym 23, die sind ja jetzt da, wie sollte ich sagen, sehr konstant, was die Kämpfe betrifft und so, sehr, sehr streng mit uns. Und weil wir auch, wir heißen, dass das Gym repräsentiert, das MT-Gym. Ja, und wenn wir halt kämpfen, weißt, kämpfen wir halt vor dem größten Publikum Österreich. Und dann müssen wir natürlich was leisten. Da gehört die beste Leistung, was es geht. Also ich werde mehr als 100% geben. Wurde auch viel nachgeredet nach meinem letzten Kampf gegen Umut. Haben da viele gesagt, ah, da kann ich kämpfen, da kann ich Ding. Ich werde einfach bei diesem Kampf zeigen, dass ich einer der technischen Leute bin in Österreich, was Technik betrifft, was Mix betrifft zwischen Thai-Boxen, Taekwondo, Ringen und Boxen. Das werde ich auf jeden Fall am 27. zeigen. Und somit will ich ein Statement ablegen. Das könnten wir eventuell nochmal drehen. Bin doch verschlafen, Mann. Was hast du gesagt? Du hast mich zweimal übertroffen mit Händel machen, also wird es schon passen. Ich habe sie zweimal übertroffen mit dem Händel machen, also wird das passen. Die Frauen verstehen das nicht, dass die Männer eigentlich die Köche sind, die besten Köche. Aber wir lachen. Sprichst du plötzlich so leise? Naja, man darf nicht laut sagen vor denen. Hallo, gleichzeitig sind da zwei, deine und meine. Wenn die hören, dass die Männer die besseren Köche sind, hallo, dann stehen sie nicht mehr in der Küche, dann lassen sie uns kochen. Weißt du, was ich meine? Also von dem her müssen wir ein bisschen aufpassen. Bisschen lassen wir die, weißt du, bisschen. Und dann mit dem, das Essen machen, wenn ein Mann das Essen macht, dann macht man damit immer was gut, okay? Das muss man immer erst nehmen, wenn man irgendeinen Scheiß gebaut hat. Wenn man sie geärgert hat. Oder hast du sie gebaut? Ja, ein paar Mal, also ja, ich habe gestern nicht geholfen, bin dann gleich eingeschlafen. Letztens hätte ich den Mist rausnehmen sollen, habe ich auch nicht gemacht, den hat sie rausgenommen. Dann das Training, dann wenig Zeit durch das Training und so. Und so habe ich mir gedacht, jetzt werde ich sie ein bisschen bekochen, den Händel machen. Und somit habe ich schon zu 90% was gut, weißt du, was ich meine? Also kann ich wieder Scheiße bauen. Dritten Grades Cousin von Mr. Krabs. Mir nicht so taugt ist, dass uns die Händel so in den Arsch zeigen. Ja. Nicht, dass das nicht anders reinschieben können. Ich weiß nicht. Oh mein Gott. Ein bisschen Arschfetisch ist da. The big, big booty with the big, big booty. Ja, das schaut richtig gut aus. Von dem schaut die Sonne an. Das wird richtig geil, also das wird richtig geil. Die Soße musst du überhaupt, die Soße, die ist mega. Also ohne die Soße wirst du das nicht essen können. Und der Reis und Ding, du wirst noch sagen, geht's bei deinem Essen. Was sagst du, soll ich schon anschneiden? Sieht schlecht aus. Soll ich es ein bisschen anschneiden? Dann schneid's mal an, sicher. Ja, dann stelle ich das mal da drauf. Wenn ihr redet, ja, dann wahrscheinlich. Redet ihr noch einmal über Hanf? Ja, auf jeden Fall. Wir reden noch über UFC, glaube ich. Glaube ich, oder? Sicher. Und ja, wir werden heute über viele Themen reden. Was auch Rakic betrifft, was auch Ibo Aslan betrifft. Der hat den letzten Kampf genauso. Der hat mich überrascht, Leute. Der letzten Kampf hat er zerrissen. Traurig, was den Rakic eigentlich passiert ist. Eigentlich nicht traurig. Ich finde, er hat einer der besten Performance gezeigt bei diesem Kampf, was ich von ihm wirklich gesehen habe. Nur Glück halt in Unglück. 1-2 haben halt gereicht, weißt, dass es wackelt und so weiter. Er hat mir wirklich sehr, sehr leid getan, weil ich finde, er hat so gut gekämpft bei diesem Kampf gegen Jiří. Nur der Jiří ist wirklich ein Typ, keine Ahnung, wie stark er mental ist und was der Typ aushalten kann. Ey, ich habe mir schon bei ein paar Dingen gedacht, der Typ geht K.O. Seine Füße hat er bearbeitet, sein Kopf, Cut oben, Ding. Und der Typ hat wirklich eingesteckt, oder? Wo ich mir gedacht habe, ey, was ist mit ihm? Ist er Stahl? Ist er Ding, weißt? Und ja, und halt in der zweiten Runde, boah, ich habe so mitgefiebert, ich habe so geschrien, oder? Na, in der zweiten Runde, ja, war halt dieser links-rechts von Jiří, der ist halt anscheinend ziemlich gesessen. Der Rakic hat begonnen ein bisschen zu wackeln. Er hat halt geschaut, man hat gesehen, er hat geschaut, dass er auf den Füßen bleibt. Hat auch während den Wackeln mitgeschlagen und so. Weil, da hat man gesehen, er
Er will, aber ja, wenn man halt einen Treffer bekommen hat, wie gesagt, ich habe 2-3 Mal solche Treffer bekommen, ist halt wie schwer zurückzukommen und ja, Glück in Unglück halt, sage ich mal. Und ich sage mal so, nur Kämpfer wissen das am besten, wenn man angenockt ist, dass man das eigentlich nicht so ganz mitbekommt, dass man sich erst da fangen muss und so weiter, weißt. Und ich glaube, nach dem Kampf, wenn man das dann in Videos sieht, merkt man erst wie und was, oder, aber das ist alles dann im Nachhinein. Man kann eh alles sagen im Nachhinein, Rakic hätte dann jetzt mehr auf Distanz gehen sollen oder den Bodenkampf anwenden sollen oder Ding. Man kann alles im Nachhinein sagen, aber ich sag für meine Prognose, er hat super gekämpft. Er hat mich wirklich mitgerissen, ich habe geschrien und so weiter. War sehr traurig, was dann zuletzt passiert ist. Schade wirklich für ihn, er hat mir ein bisschen leid getan. Aber das ist halt der Kampfsport. Entweder steigen wir auf oder wir gehen runter. Also ja, wichtig ist, dass wir weitermachen. Und ich glaube, dass der Rakic da sich nicht beeindrucken lässt von Jiří und dass er noch einen draufsetzt. Ich wünsche es mir, weil er ist auf einem guten Weg. Er braucht nur noch den richtigen Trank. Ich glaube, mit dem nächsten Fight wird er den Kampf auf jeden Fall gewinnen. Ja, aber jetzt Händel anschneiden. Ja, let's go. Das ist noch, ja, das ist noch. So, das Große. Das ist das für den. Ich brauche eine Gabel, Wie knusprig das ist, ich meine, ich weiß ja nicht. Schau, die Soße kommt ja gleich raus. Ich habe nur ein bisschen angeschnitten. Oh mein Gott. Also ich glaube, wie saftig das ist. Also gleich innen saftig, außen knusprig. Also ich glaube, genau so sollte ein Händel sein. Ja, Mr. Scraps, der dritten Grades Cousin von Mr. Scraps. Was ist, magst du gleich ein Stück probieren? Sicher. So, der. Ready? Ist er ready? Mega, mega. Okay, passt, dann warten wir noch auf den Reis und dann könnten wir schon eigentlich reinhauen. 2 Händel, wo gibt's das? Ha? Nur für den Willi. Nur für den Willi, Alter. 2 Händel. Alles drin. Ja, viele Frauen wissen ja gar nicht, wie das ist, wenn man mit einem Kämpfer zusammen ist. Schaut alles immer so leicht aus, aber das ist es gar nicht. Man fiebert ja ständig mit und wie man halt vom Kampfsport weiß, egal wie gut ein Kämpfer ist oder vorbereitet, es kann immer was passieren. Deswegen, man sollte nie mit irgendeiner Überheblichkeit in den Ring steigen oder so, weil ich habe schon Situationen erlebt und gesehen, die ja unvorsehbar sind, aber trotzdem passieren. Ja, man muss halt auf vieles achten dann in der Vorbereitung. Man sollte in die Ernährung schauen. Er muss 2-mal am Tag trainieren gehen. Schauen, dass nichts beim Sparring passiert und so weiter. Also ich fieber immer voll mit, aber ich vertraue meinem Mann voll und ganz. Ich weiß, was er kann. Deswegen. Aber ich bin ja noch froh, wenn es wieder vorbei ist und wir die Ruhephase haben und das Leben dann genießen können, ohne trainieren, ohne Kampfsport, einfach das Ganze ausblenden und Zeit für uns haben. Und ihr müsst euch mal vorstellen, wie viel Wäsche ich zum Waschen habe. 2-mal am Tag Training, das heißt 2-mal am Tag neues Gewand, mal 6, weil ein Tag macht er Pause. Das ist 12-mal, also da kommt schon immer eine Wäsche zusammen. Nur, wie sage ich jetzt einmal, ich habe immer geglaubt, ich habe viel Wäsche. Weißt du, Frauen, ne? Na, in der Phase, da übertrifft er mich. Ich muss jeden zweiten Tag Wäsche waschen. So, perfekt. Schaut richtig gut aus. Ich sagte, es ist fertig. Was sagt ihr? Schaut gut aus, oder? Schaut gut aus. Perfekt. So, Schatz, jetzt wären wir eigentlich fertig. Händel ist fertig, Reis ist fertig. Mhm. Sag einmal, Schatz, hast du den Paprika und Schafkäse so aufgeschnitten? Wo? Er hat vergessen. Ich habe das Händel reingemacht. Ja, das Händel, 2 Händel auf einmal. Das ist, nicht, das ist so, wie wenn man. Was 2 Trainings macht, oder? Ich meine, ich weiß ja nicht, was will die Frau alles von mir? Ich meine. Einmal bitte Schafkäse, Tomaten, Paprika. Der Handel,
Alhamdulillah. Ich finde das immer so geil, wenn du das sagst oder wenn das zuletzt kommt oder am Anfang. So mächtig, ich schwöre, urcool sagst du das. Ja, das Essen ist top. Ja, auf jeden Fall, das war auch überhaupt nicht einfach für mich. Das letzte Posting da, wo er 5.500 Like hat. In Instagram ist das jetzt sehr viel, ja, also jetzt TikTok, ja, da läuft das schon anders. Und 364 Kommentare und davon sind die meisten Hate-Kommentare, ja. Da schreiben so viele Leute, ja, die Neider sind, die mit Kampfsport nichts zu tun haben, was die auch Nationalitäten abhängig, weil er ist Serbe, das sind Türken und so weiter. Ist halt dann auch nicht so einfach, aber er hat halt den Ur-Fame und ist dir umso mehr Like und umso mehr Kommentare, umso präsenter bist du, ja. Ist halt auch nicht immer so einfach, weißt? Ja, da muss man halt als Kampfsportler durch. Und du, ob sie mich lieben oder hassen, ich verkaufe trotzdem meine Karten. Die Leute, sogar die Hater kaufen die Karten, dass sie mich sehen, weil sie mich am Boden sehen wollen. Das kann mir eigentlich nur gut kommen. Und ob sie mich lieben oder hassen, ich werde trotzdem weitermachen. Also von dem her. Ja, du bist aber trotzdem permanent präsent. Liebst hasst ja. Wo dich die Leute eben hassen, sind es trotzdem so weit, dass sie ein Like geben oder dass sie was kommentieren. Wenn mir was egal ist, dann kommentiere ich nichts, dann ist mir der Mensch egal. Ja? Aber das ist halt so, ja, im Kampfsport. Daran muss man sich auch gewöhnen. Aber ich meine, wem erzähle ich es, ne? Aber du weißt ja, wie das ist, wenn man mit einem Kämpfer zusammen ist, dass man da eben sehr mitfühlt und dass man da auch oft ruhig bleiben muss oder man sollte ruhig bleiben, man muss ja ein gutes Vorbild sein. Gerade so wie der Daniel als professioneller Coach für Erwachsene und die Kinder, weißt, da muss ich sagen, dass er sehr diszipliniert, dass er wirklich das unter einen Hut sehr gut bringt, ja, dass er das komplett ausblendet, das zeichnet ihn auch aus, weil er halt immer ein Vorbild für seine Kids ist, die bedeuten ihm halt sehr viel, ja, und da kann er dann auch oft nicht so, wie er vielleicht gerne wollen würde, wie andere, ja, und bleibt eher dann im Hintergrund oder eher ruhig. Also da muss ich sagen, Hut ab, weil da bin ich schon am Explodieren, meistert er das noch immer super gut. Ich bin echt stolz auf ihn. Ja, sie will immer gleich bei den Kommentaren kommentieren und so weiter. Und sie sagen, nein, lass doch. Sie werden, das Beste ist, wenn sie kommentiert, die Leute gehen auf sie los und so weiter und so. Und das sagt, lass einfach tun. Für denen ist es noch schlimmer, wenn man sie ignoriert. Weißt? Tut man, handelt man drauf, ist es für denen einfach Unterhaltung, Entertainment. Du gibst denen, was sie sehen wollen. Weißt? Also von dem her. Und das der soziale Netze, was da drin steht, darfst du auch nicht so ernst nehmen. Und du, wenn sie was wollen, sie können es mir auch in realen Dingen sagen, wenn sie ein Problem haben, weißt, aber die meisten trauen sich so und so nicht herzukommen. Stimmt. Oder irgendein Kommentar in meinen Augen zu sagen oder irgendwas oder vor meiner Nase. Von dem her bleibt es trotzdem weiter in Social Media, asozialen Media. Ja, so ist das einfach. Den Handler. Ja, letztendlich fragen auch viele, wie unsere Stimmung ist bei einer Vorbereitung und so weiter. Sicher ist die Stimmung angespannt. Ich denke halt sehr, sehr viel an den Kampf. Sie versucht mich auch irgendwie abzulenken. Gleichzeitig ist man ja auch nervös und so. Man ist leicht gereizt, dann tun wir sich da ein bisschen anzicken und so weiter und Ding. Aber letztendlich kommt sie dann und umarmt mich und so. Und das sagen wir einfach, wir halten zusammen, wir stehen das beide durch. Wir gehen da durch und wir schaffen alles von dem her. Wir gegen die Welt, sagt sie immer. Und ja, und dann. Ja, er ist halt schon gereizter. Ja, also die Stimmung ist dann manchmal nicht immer so perfekt, aber verständlich. Wie gesagt, er fokussiert sich auf den Kampf, auf den Gegner, auf das Training. Ja, das sollten wir ihm auch lassen. Das ist die Zeit, die ich sage, okay, da muss er zu sich finden, das ist seins, da muss ich ihm so akzeptieren mit gute und schlechte Laune. Ich versuche ihn so gut wie möglich zu unterstützen, aber ja, manchmal mache ich vielleicht schon ein bisschen Stress, ich bin ehrlich, weil meine Nerven auch dann auch am Ende sind, weil ich ja eben mitfühle und mitfieber, aber wenn wir uns dann anschauen und in den Arm nehmen, dann wissen wir, okay, es ist alles vergessen und die Liebe ist stärker und somit, wir schaffen alles, wir gegen die ganze Welt. Alhamdulillah! Und eine Frage hätte ich, wie sieht es bei dir aus mit deinem Comeback-Kampf? Was sagst du? Why? Warum, mein Freund? Komm.
sprichst, ein Kampf, kommt Wettkampf. Noch ein Kampf, oder? Ich sage auch, da kommt fix noch ein Kampf. Nein, er sagt nein. Glaubst du das? Ich sage so, in einem Kämpfer, er steckt immer etwas drinnen, sicher. Ich verstehe den Willi. Der Willi hat mit den, er hat mit den Besten von Österreich gekämpft, mit den berühmtesten Namen, mit dem berühmten, er hat sich vor keinem Kampf gescheut. Sicher verstehe ich ihn, wenn es ihm jetzt ein bisschen schon, weißt du, es ihm nicht mehr dieses Feeling gibt, was wir mal früher hatten, verstehe ich ihm. Aber so wie ich den Willi kenne, okay, er ist auch ein bisschen auch crazy und so weiter, weißt du, und manchmal geht es durch ihn und dann sagt, wenn er einmal in sich ein Flow einsetzt, hey, ich will wieder kämpfen, dann kommt das Comeback von ihm auf jeden Fall. Aber weißt du, irgendwann einmal ist halt schon vorbei, weil irgendwann ist es vorbei. Irgendwann will man einfach nicht mehr, glaube ich, ja. Und er hat viele Kämpfe, gute Kämpfe, hat viel erreicht, deswegen würde ich es verstehen, wenn er sagt jetzt, okay, nein, für mich war es das, aber trotzdem glaube ich insgeheim, da kommt noch irgendwas. Ja, so ein, ich glaube, dass er auf jeden Fall ein Abschlusskampf machen wird. Das glaube ich. Bei ja, Sparta. Ich bin überzeugt. Irgendwie so ein Abschlusskampf. Sein Abschlusskampf bei Sparta. Ja. Das wäre der Creme de la Creme. Auch mit Schatz, gell? Ja, so auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber das glaube ich schon. Auf jeden Fall, dass der Willi da noch so einen Abschlusskampf macht. Das bei Sparta oder so. Das schon. Das wollen wir schon sehen. Das glaube ich auch. Also von dem her, lass man sich überraschen. Hm? Okay. Ja, wenn wir ihn nicht schon überredet haben damit. Eine gute Idee. Ich habe keine Ahnung. Die wollen einfach, glaube ich, den Fame haben und so weiter. Aber diese Jungs sollen ein bisschen mal überlegen, okay? Ich bin nicht in deren Alter, okay? 19, 20. Gleichzeitig sind sie respektlos. Die reden da nicht mit einem in deren Alter oder keine Ahnung, wie jetzt die Generation ist, weil wir nicht mit Älteren gesprochen haben. Hatte ich Respekt, okay? Ich bin halt jetzt, wie sollte ich sagen, schon 35, mir fordern daraus 21-Jährige, 22-Jährige, Alter, die können genauso Erwartungen von mir bekommen und mehr nicht, okay? Die sollen mal diese Kämpfe mal machen, was ich mal durchgemacht habe, bevor sie da gegen einen wie mich kämpfen wollen, okay? Dann müssen sie mal dort riechen, wo ich hin. Bei Null anfangen mal. Ja, genau. Sollen sie mal bei Null beginnen, bevor sie mal gegen mich mal antreten. Und dann, wenn sie mal paar harte Kämpfe, ein paar Schlachten hinter sich haben, dann möchte ich mal sehen, ob sie noch gegen mich kämpfen wollen. Nach solchen Schlachten, was ich mal gemacht habe. Also, das sind halt Leute, die, weißt du, die sehen was im Fernsehen, mach ein bisschen Kampfsport, wollen gleich etwas mal herausfordern. Und dann, wenn sie erst drinnen sind, merken sie erst, scheiße, wie spät es ist. Weißt du, was ich meine? Aber da kann man viel erzählen, das wird immer geben. Es wird immer solche Leute geben, die einen herausfordern. Junge Leute, Dingleute. Ich sag so, man soll sich halt anpassen, gegen wen man kämpft, gegen wen man kämpfen will, okay? Ich suche mir jetzt auch nicht einen aus, einen, sagen wir so, einen 50-Jährigen, gegen den ich kämpfe oder so, weiß, wo mittlerweile es gibt, oder einen 20-Jährigen. Nein, ich schaue, dass er in meinem Alter passt. Zwischen 30, 28, 32, weiß, das ist auch meine Angabe, mein Jahrgang. Aber ansonsten, dass ich da jetzt gegen einen 18-Jährigen sehe, das würde mir erstens zu deppert sein, weil der Typ ist noch zu jung, der überhaupt eine Wärme einer Frau gespürt zu haben, weißt, und dann will er da gegen mich, gegen einen Psycho kämpfen, gegen ein Monster, weißt du, was ich meine? Also, ja, das ist, generell viele wollen alle so sein, wie Khabib und so weiter, wie er seinen Kampf gemacht hat, 29-0 und so weiter und so fort. Nur das Problem ist, die verhalten sich alle wie Conor McGregor, weißt? Er fordert den draus, die spielen den Bin. Die sollen mal den Charakter von Khabib annehmen und dann so wie er kämpfen, okay? Aber nicht so kämpfen wollen wie er, aber wie ein so blöd sein wie ein Conor McGregor, weißt du, was ich meine? Wenn ich das mache, dann mache ich das, weil ich bekannt bin dafür, okay? Überlass das mir, mach's das nicht. Seid mehr wie Khabib, bescheiden und zielerstrebig. Ansonsten würde ich euch raten, verfolgt lieber euren Sport, anstatt dass ihr mehr, wie sollte ich sagen, jemanden herausfordert oder insgeheim seid ihr so und so alle Fanboys. Black Corner. Alhamdulillah.